Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chardon und ihr seht hier wieder das Sexy Brutal. Ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, kurz bevor dieser eine Typ da ermordet wurde. Da gehen gerade welche. Warte mal, ich guck mal hier eben. Hallo? Nee, falscher Raum. Da. Ist jemand? Nee, hier ist keiner mehr drin. Ja gut, shit, das wollte ich jetzt nicht. Lass mich wieder zurück. So, warte mal eben, Gut, hier ist keiner. Ich will mal eben den Code holen für. Oder habe ich den noch? Ach, den habe ich noch. Ja, easy. Dann muss ich nur Kamera 3 wieder. Wo war Kamera 3 nochmal? Scheiße. Habe ich das auf der Map irgendwo? Karte bewegen, Karte zentrieren, Wissen ein- ausblenden, Code für Kameras. Wo bin ich? Ich bin da. Das ist Kamera 2, das wird... Ich bin hier, oder? Ja, ich müsste hier sein. Ist das jetzt Kamera 3 oder... Das ist 2. Scheiße! Lass mich mal hier raus. Oh fuck! Lass mich mal hier rein. So, wo kommt denn der jetzt lang? Ich wette, der kommt jetzt hier lang, oder? Nee, da geht er raus, alles klar. Dann gehe ich wieder rein. Kamera will ich nochmal aktivieren. Genau. So, shit. Nee. Es sind gleich. Achso, das sind die beiden. Ah, verdammt, da hätte ich die Kamera gern vorher gehabt, oder? Die Nummer 3. Ja, shit. Warte, lass mich mal eben hier... wie ging das? Ja, den Tag von neuen starten, bitte. Das kann ich ja auch machen, ne? So. Einfach nochmal. Zeit zurückdrehen, easy. Wie im echten Leben. So, jetzt mach hinne und steh auf, du Hund. Ja, ist okay. Sperrt um 19 Uhr. Ja, ist okay. Alles klar. Hier. Immer, wenn ich an so eine Tür gehe, dann ist immer so ein kleiner Lag da. Also nicht immer, aber oft. Na, jetzt geh doch raus hier. Junge, Dankeschön. So, wo ist die scheiß Kamera? Die war einen Raum weiter, ne? Ja, die war einen Raum weiter. Alles klar. Ah, genau. Dann bekomme ich sicher den Kack-Code, den sie hier eingibt, wenn ich die Kamera wieder ein... Ja. Das ist der Plan. So, die Kamera müsste wieder an sein, ne? Shit, da geht einer. Warte. Soll ich mal raus? Oh, holy fuck, hallo. Servus. Ich bin gar nicht da. Ich will hier nur rein. Stört dich sicher nicht, oder? Jetzt geh doch rein, Junge. Jesus, fuck. Okay, Kamera 3. Ah, ich weiß, ich komme in die Hölle. Ah, hey, der Bildschirm sieht aus wie... Drin? Was? Ist das eine Spinne? Trinity! Was zum Teufel? Was zur Hölle, Trinity? Ist das eine riesen Spinne, die sie... Die hat sie im Netz gefangen. Was geht denn ab? Wo ist sie, Trinity? Ich komme. Welch schlimme Pechsträhne, Sir. Der Roboter, ne? Macht einfach sein Ding. Was das? Ey, hab ich's geschafft? Ja, easy. Nee, der verreckt jetzt sicher, oder? Gutes Mädchen, langsam. Vorsichtig, ich hab dich. Clay! Clay, Gott sei Dank. Ich helfe dir auf. Was zur Hölle ging da gerade ab? Oh, ein Kuss. Romantisch. Oder? Ja, ich glaub schon. Was ist das? Oh Clay, ich muss diese Maske abnehmen. Ja, großartig, gib sie mir. Ah ja, die Musik, groovy. What? Okay, sie sieht ja ganz gut aus, aber er, was ist denn mit seinen Augen? Ich weiß nicht, was geschehen ist. Was für ein Schreck. Boom. Was machst du hier? Oh Mann, was für ein Albtraum. Hast du die Kamera eingeschaltet? Jupp. Wenn du das nicht getan hättest, ich weiß nicht was. Vielen Dank.
Danke dir. Nichts weg. Jo, gern geschehen, kein Problem. Nichts weg von hier, Trin. Danach könntest du bestimmt einen Drink vertragen, was? Mann, ich könnte einen Drink vertragen. Warte, du kennst mich so gut. What the eine Runde Blackjack? Der Verlierer muss einen kurzen trinken. Hm, klingt nach einem Plan, ohne Nachteile. Nach dir. Ist die blind? Ach, das ist ein. Ist das ein Blindenstock? Ja, nice. Easy. Du hast herausgefunden, wie du sie beschützen kannst, Boone. Clay ist unaufhaltsam, wenn er erstmal in Fahrt ist, genau wie sein Bruder. Aber Trinity ist wirklich was Besonderes. Nimm ihre Maske, sie schenkt sie dir. Ja, danke, ne? Was kann ich damit fliegen? Ah, die Macht der Migräne, alles klar. Trinity's perfektes Gehör. Oh, Trinity's Maske erlaubt es dir, die leisesten Geräusche zu hören. Setze die Kraft ein, sobald die Aufforderung erscheint, während du spionierst oder dich versteckst, um geflüsterten Konversationen oder anderen leisen Geräuschen zu lauschen. Du hörst jetzt mehr, wenn du deiner Umgebung lauscht, alles klar. Trinity hört außergewöhnlich gut. Ihre Gabe gehört nun dir. Mit dieser Maske kannst du den Weg zu den Gästezimmern finden. Dort ist ein Mädchen, das heftig gegen die Dunkelheit des Ortes kämpft. Sie braucht deine Hilfe, Boone. Ja, nee. Ist klar. Schon wieder das Erdbeben. Ach, der Tag wird... Aber was war denn da noch... In dem Raum lag doch noch ein Mensch, oder? Eine Blonde lag da einfach. Und die ignorieren wir? Ja, easy. Da liegt noch eine. Drauf geschissen. Interessiert doch kein Schwein. Ist eh noch eine Blonde, oder wie? Hab nichts gegen Blonde. Just saying. Ja, ich meine, ne, da liegt einfach eine, ja, liegt die halt, ne, ist ja wurscht, macht ja nix. So, ich muss, warte, warte. Ich sollte eine neue Kugel besorgen. Aha. Sie geht da wieder raus und er... Ja gut, warte, ich muss erstmal hier raus vielleicht? Hallo? Ja, danke. What the fuck? Was ist denn hier drin? Ah, die Peak 7, ja, alles klar. Dafür habe ich nicht den richtigen Schlüssel, ja bitter, ne? Doof gelaufen. Ich höre, dahinter ist aber auf jeden Fall irgendwas. Hier? Das Zimmer ist voll mit Erinnerungen von jemandem, der alles dran gesetzt hat, sie für immer zu vergessen. Dann hätte er das Zeug vielleicht wegschmeißen sollen. Alles ist alt mit Tüchern überdeckt. So. Okay, pass auf. Dann gehen wir mal hier raus wieder. Da oben war jemand. Ich würde ganz gern die Karte. Hier ist die Karte. Ich bin, keine Ahnung wo, das ist das Casino, Code für Kameras, da oben ist ein, ja, etwas seltsamerer Raum, Kameraraum, da war ich schon. Hier wären noch zwei Räume, wo ich nicht drin war, aber ich glaube, das interessiert mich jetzt fürs erste Mal nicht. Ja, dann ist der Plan mal hier rein. Hier rein, bitte. Ich dachte schon, hier ist ein bisschen, oh, was ist da? Die Kreuz 9, ja, easy. Das sieht aus, als würde hier nach Dunkelheit gekämpft werden. Gegen Dunkelheit. Deine Maske brennt, als ich mich der Tür nähere, als ob sie mich wegdrücken würde. Ja, vielleicht auch nicht, ne? Aber durchgucken kann ich, alles klar. Ja, eventuell bin ich hier auch nicht richtig. Könnte schon sein. Gut, hier war ich ja schon mal, ne? Alter, geh rein. Also die Türen sind so ein bisschen buggy. Wow, schön hier. Was ist denn das? Ein Buntglasfenster. Filtert das Licht von der... What? Was? Was war denn das? Ja, ich gehe mal nach links, ne? What the fuck? So, hier. Servus. Alter, wo bin ich eigentlich? Ich habe überhaupt keine Übersicht mehr hier. Ich renne einfach mal irgendwo lang. Irgendwo werde ich schon rauskommen.
Verlaufen, verlaufen, meine Familie hat dieses Anwesen entworfen und gebaut, du Kleiner. Also nein, natürlich habe ich mich nicht verlaufen. Aha, natürlich nicht. Sollen wir also so tun, als wüssten sie nicht, dass dieser Bereich des Hauses gesperrt ist? Ich bin auf der Suche nach Lukas. Er ist ein guter Freund von mir und dein Arbeitgeber, also vielleicht könnten wir... Was war das für ein Geräusch? Das war ein Schuss? Ja, ja, ein lautes Gähnen, Sir. Ich muss mal dringend auf die Uhr schauen, Sir. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen? Ich muss jetzt so tun, als müsste ich mich um wichtigere Dinge kümmern. Ja, wie eine Situation mit den Nachttöpfen in den Gästezimmer. What the fucking shit, was geht denn hier ab? Was hast du gerade gesagt? Okay, warte, hier kann ich ja nicht durch, ne? Ne, die Maske brennt, da fehlt mir vermutlich noch was, nehme ich an. Aber durchgucken könnte ich. Jetzt guck durch! Oh wow, okay. Ja gut, hier ist ein Schloss. Ja, hier bin ich offenbar nicht richtig. Gut, gehe ich halt in die andere Richtung, schon wieder. Ey, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Vielleicht bringt mir die andere Tür mehr das große Foyer. Oh ja. Vielleicht hier drin? Ah, jetzt bin ich schon wieder hier? Gut, dann geh ich mal da rein, ne? What the f- Shit! Etwas sehr Kaltes und solide... Etwas sehr Kaltes und solide blockiert meinen Weg? Da fehlt ein S, oder? Aber ich sehe da hinten noch eine Karte. Warte, warte, da ist eine Karte. Hier kannst du den Scheiß mal ausstellen. Schwarze Schallplatte, ja easy. Aha. Die Show beginnt in einer Stunde. Ja, nimm den Scheiß. Okay, den... Oh, oh. Warte, gib mir... Scheiße, jetzt kann ich den Dreck nicht... Fuck. Wer ist denn jetzt hier? Lass mich hier raus. Ach, hier bin ich wieder. Aber nun, die Party hat noch nicht angefangen. Er hat die Bar schon immer gemocht. Bla, bla, bla. Was? Shit, ich dachte, er ist rausgegangen. Jetzt ist er raus. So, gib mir mal eben den Scheiß hier. Was? Das Gemälde sieht fast so aus, als könnte man da durch. Also wäre da ein Durchgang. So, da müsste jetzt hier theoretisch irgendwo lang sein, ne? Also reise ich durch die halbe Welt. Andererseits genau dieses Personal, das ich jetzt... Was? Wer bist du denn? Aha. Da liegt noch eine Karte, die habe ich gar nicht gesehen. Gut, dann gehe ich da jetzt mal nochmal durch hier. So, die Karte hole ich mir mal eben ab. Mal eben den Alten da ausspüren, was der so vorhat, ne? Okay, der ist da runter. Alles klar. Da steht er. Ah! Aha! Der kurbelt an dem Kackding hier. Ja, und jetzt? Okay, der verpisst sich. Wozu auch immer, dass er das hier gemacht hat. Okay, jetzt geht er da... Ich will da durch! Scheiße! Okay, der geht da runter. Bücher, die kreuzen 10, nice. Ja. Gut, da kann ich mich verstecken. Ist jetzt nicht unbedingt der Plan. Okay, ich bin etwas überfragt. Gucken wir mal eben auf die Karte. So, wir haben hier lauter Räume. Irgendwo müsste einer gegen Dunkelheit kämpfen. Vielleicht sollte ich die Räume auschecken, wo ich noch nicht war. Wow. Wäre eine Idee, ne? Vielleicht ist die... Ach, die könnte natürlich auch schon tot sein, ne? Also, wäre auch eine Möglichkeit, dass die bereits tot ist. Weil ist ja schon spät, ne? Ich gucke mir trotzdem eben mal die anderen Räume an. Wo ich noch nicht drin war. Vielleicht ist sie auch oben. Kann ich... Okay. Was geht denn hier? Was ist denn das für eine übertrieben epische Musik gerade? Ah, hier. Ruhe. Ruhe und Frieden. Ist der Typ da noch drin? Mal eben gucken.
Da unten sind nämlich... Was liegt... Ah, hier liegt schon wieder eine Karte. Nice. Kreuz 8. Ja, easy. Oh shit, da ist jemand. Sorry. Wollte ich nicht. War das nicht der, den ich ge... Habe ich dich nicht gerettet? Du blöder Idiot. Habe ich doch, oder? Ja klar, die zwei... Die zwei... Achso, ist ja wieder ein anderer Tag. Klar. Es passiert ja alles immer und immer wieder. Hatte ich gerade irgendwie... vergessen. Gut, warte. Mann, ist das hier verwirrend. Ich will... Ja, das die rechte, die ganz rechte. So, hier runter. So, und dann will ich ganz runter. Ja, der Stromausfall, alles klar. Du hast deine... Ich wollte eins weiter runter, sorry. Warte. Da hing was. Da hing etwas. Habe ich den Zettel schon? Der Sicherheitscode für die... Achso, das... Ja, das... Okay. Alter, was geht denn mit dem gerade ab? Ja, der ist tot. Alles klar. Oh, da muss ich... Nee. Die Tür verfügt über ein komplexes Bedienfeld. Ja gut, ich würde sagen, Tag neu starten. Ach, jetzt ist die Platte wieder weg, alles klar. Ja, verpiss dich mal, du. Ich muss diese Tusse finden, die gerade gegen die Dunkelheit kämpft. Wenn ich mal aufstehen könnte. Nee, ich will nicht. So. Da oben ist auf jeden Fall irgendwas. Ja? Achso, das ist der scheiß Schallplatt am Mann. Alter, halt doch die Fresse hier. Dankeschön. Jetzt muss ich eigentlich den ganzen Dreck nochmal ablaufen, weil ich keine Ahnung habe. Oh. Hi. Lass mich doch durchgucken. Okay, Mann, ich werde da sein. Aber ich kann dir helfen und trotzdem hoffen, dass du dich irrst. Alles klar, danke dir. Red ist im Theater, sicher verwahrt. Oh oh. Oh shit, der kommt hier lang. Oh fuck, hier kann ich hier gar nicht. Oh scheiße. Kann ich da. Lass mich mal hier. Tschüss. Gut, anderer Weg. Nehme ich eben den hier. Alles klar. So, und dann wieder da hoch. Ne? Nee, nicht da hoch. Erstmal hier runter. Was ist eigentlich hier? Ah, okay. Nix von Nutzen. So, ah, warte, hier ist schon wieder... Hier ist auch so ein Drehding. Keine Ahnung, was das macht. Das gehört hier drin? Wer ist denn da? Irgendwer ist da oben. Vielleicht sollte ich das mal auschecken. Lass mich mal hier hoch. Da oben liegt auch so eine Karte. So, und jetzt da links rein, genau. Ist hier jemand? Nee, ich höre noch nichts. Aha, hier ist auch wieder dieses Der hat auch das Ding wieder gedreht, ne? Habe ich gerade gehört. Aha. Ja, schön. Ich vertraue Aurum, aber seiner Einschätzung... Ja, toll. Aha. Haben sie sich verlaufen, Sir? Das ist ja wohl verwinkelt... Verlaufen? Ne, das habe ich schon gehört. Das habe ich schon mal gehört. Ich habe gerade keine Ahnung. Wie mal alle Gegenstände. Die Kerze ist seltsamerweise kalt. Das ist nicht die richtige Stelle für eine Schallplatte, das ist durchaus richtig. Vielleicht muss ich das Ding... Ja, da ist er erschossen worden, alles klar. Was ist hier? Nichts. Hier? Nichts. Wenn ich das jetzt alles vorlese, geht ein bisschen zu viel Zeit flöten. Vielleicht muss ich das Ding auch einfach wieder drehen, ich weiß es ja nicht. Ich muss hier gerade mal...
Ah, jetzt ist wieder, jetzt ist gerade was zerbrochen. Ja gut. Na? Scheiße. Ah! Und jetzt? Jetzt ist das andere Ding sicher nicht mehr aktiviert, ne? Kann ich das nicht einfach, kann ich da nicht durch? Nee. Ha. Ein wenig überfragt gerade. Nee, das ist auch noch richtig hier. Wie sieht die Kerze seltsamerweise kalt? Und wenn hier gibt, okay. Oh Mann, das wird, ne, das wird noch interessant hier. So, da ist ein Schallplattenspieler, das weiß ich. Da habe ich das Ding rausgenommen. Da habe ich die gerettet. Das ist auch irrelevant mit dem Typen. Der müsste eigentlich auch gerettet sein. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, sag einmal. Ja, scheiß auf meinen Wiss. Hier sind die komischen Maschinen, diese Slot-Maschinen. Und eine Kerze. Gibt's noch so eine Kerze? Ich meine, irgend sowas noch hier. In der Bar. Ist noch so ein Ding. Laut Karte. Eben mal die Bar auschecken. Wo war die? Ja, direkt gegenüber, alles klar. So, hier. Hier ist so eine Kerze, wirklich. Seltsamerweise kalt. Ja, dann, zünd sie an. Was weißt du nicht? Da kann ich nicht rein, ne? Nee. Ja, toll. Was ist, im Sand dieses Aquariums bewegt sich etwa. Ja, toll. Gut, gut. Oh, shit. Geh dann mal wieder raus, ne? So, ich habe schon immer gemocht, aber früher war hier was mehr los. Aber nun gut, die Party hat noch nicht angefangen. Ja, hat sie noch nicht. Alter, jetzt verpiss dich doch einfach, bitte. Was sind eigentlich hier unten? Oder hier? Ja, die Stühle sind sanft, ist okay. Pflanze, ja, Duft und so, toll, toll. Schön, schön. So, warte. Was gibt's denn hier? Flaschen, ja toll, Flasche mit Getränken, ganz großartig. Hier, nichts von Nutzen. Hier auch nicht. So, warte, warte, warte. Fortschritt. Hier, ja, das hatte ich schon. Ach, scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Broschüre. Die Bar. What's your poison bar? Mhm, mhm, mhm. Ja, Optionen brauche ich jetzt gerade nicht. Scheiße, Mann. Ich brauche Schlüssel. Ich könnte natürlich... Da ist aber noch ein Geheimraum, oder? Da war ein Geheimraum. Ja, das ist ein Geheimraum. Warte, 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 warte. Ich habe da eine Idee. Hier ist ein Geheimraum. Definitiv. Da brauche ich hier, ne? Da stand die doch vorher dran. Das weiß ich. Und dann ist sie weiter. Und zwar hier lang und dann da rein. Was ist hier? Ah, Steine, toll. Steinchen. Gut, dann würde ich fast sagen, starten wir den Tag nochmal eben neu. Und belauschen das Gespräch oder nochmal den Tag von dieser Trinity. Denn da müsste ich den Code rausbekommen, ne? So in der Theorie zumindest. Ja, ich weiß. So, geh mal da raus. Genau, hier will ich einen Code, meine Freunde. Ja, kannst du die scheiß Schallplatte mal, die stört unheimlich gerade. Gib mir mal die scheiß Schallplatte hier, danke. So. Sehr gut. So, eigentlich müsste ja jetzt gerade mal irgendwer da antanzen, ne? Nee, will ich nicht. Ist da unten jemand? Hallo? Für jemanden, dessen Job es war, Betrüger zu schnappen, stellst du dich beim Kartenspielen ganz schön... Ja, da unten ist jemand.
Da unten sind auf jeden Fall zwei. Das ist die Trinity und der andere Typ, ne? Genau. Ach so. Ja, und vielleicht später. Ich kann gerade auf Stress verzichten. Alles klar. Und die trennen sich jetzt? Okay, die sieht sich jetzt eine Runde. Ja, du bist blind. Wie siehst du dich denn nun? Okay, die kommt jetzt hier lang. Alles klar. Dann gehe ich hier mal raus, ne? Sehr gut, sehr gut. Ja genau, die kommt jetzt hier lang. So, die müsste jetzt da oben hoch. Und dann die Tür rechts rein. Oder? Warte. Ja, nee, warte. Scheiße, das ist die falsche Tür. Das will ich sehen. Dieses Zimmer darf nicht betreten werden. Verboten, seit wann sind Zimmer verboten? Es ist eine Überraschung, Madam. Ah, was habe ich nur gesagt? Alles verraten. Eine Überraschung? Das haben wir schon gelesen. Oh, keine Sorge, ich möchte... Oh, shit! Let me just... Ups! Ach so, der bereitet die Spinne jetzt vermutlich vor, ne? Ja, der wird die Spinne vorbereiten. Den könnte ich theoretisch auch daran hindern, ne? Aber das ist eh schon... gegessen. Ja, jetzt komm, mach die Tür auf. Hey! Du! Scheiße! So, wahrscheinlich weil er Achso, die... Genau, 0, nichts öffnen. 5, 5, 6, 4. Easy! Alter, verpiss dich doch jetzt. 5, 5, 6, 4. Gehst du jetzt rein? Ja, jetzt, danke. Macht's jetzt nochmal. 5, 5, 6, 4 war's. So. Easy. Jetzt kann ich natürlich hier rein. Ich meine, ist jetzt blöd, weil sie da drin ist, ne? Ja, und jetzt? Den Code habe ich ja immer noch nicht, ne? Ach doch! Ja, nice! Der funktioniert! Ja, easy! Kann ich einfach jeden Code benutzen? Ja, schön! So, und was ist hier drin? Oh, wow! Ah, da kann ich hoch! Nice! Was ist das? Also... Was? Sicherheitscode für... Ach, da könnte ich jetzt auch runter, ne? Ja, könnte ich auch. Ich guck mal erst da hoch. Obwohl, nee, ich will erst mal wissen, was da unten ist, weil da unten geht's dann ja eh nicht weiter. Den Code habe ich ja jetzt, den, kann ich ja hier immer wieder hin. Ganz easy, ganz gechillt. Haben wir mal den Code abgehört. So, dann hier. Langsam, kenne ich mich in der Villa aus. Zumindest im ersten Stock, also Erdgeschoss hier. Funktioniert echt bei jeder dieser Türen. Krass. Na gut. Oh, eine Kiste. Ja, großes Vorhängeschloss, alles klar. Ein Stapel mit Computerbüchern, kann ich hier rein? Ja. Oh, oh hi. Dem war das komplett egal, dass ich hier bin? Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Wo ist denn der jetzt hin? What the fuck? Was ist das? Es ist eine Urne aus erlesenem Mosaikglas. Schön. Wo ist der Spack hin? Dieses Spiegel ist wunderschön gefertigt und auf Hochglanz poliert. Ein Blick hinein sorgt für ein unangenehmes Gefühl. Wo ist der Spinner? What the fuck? Hier war doch gerade einer, oder spinne ich? Na gut, Leute. Leute. Der Part ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Würde mich wirklich sehr freuen. Und in diesem Sinne, ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.